Oh, ich bin noch gar nicht zum Essen gekommen. Ich wollte doch noch was gegessen haben. Ja, hier ist noch was. Oh. Mm. Oh, die riechen gut. Number two, Cheers. Essen. Cheers. Cheers. Guten Appetit. Boah, oh, meine sind ganz weich. Ja, meins ist auch ganz weich, aber anders als deins. Also, meine haben schon ein bisschen Wasser gezogen hier, aber ich guck mal eben. Ich höre auf zu essen. Nur damit ihr es wisst, diese Kekse sind abgelaufen am 1.3.2021. Cannot recommend. Nicht? Ja. Also meine sind noch bis November gut. Alles klar. Aber das verbindende Thema dieser Sendung sind nicht abgelaufene Lebensmittel. Oh nein, oh nein. Willkommen im Forschungsstrom. Hallo. Hallo Chats. Hallo Johann Wolfgang von Flöte. Hallo Peluchen. Hallo OVNN. Hallo JP. Hallo Nika. Hallo Frau Suppenhuhn. Hallo Schön, BMP. Euch alle hier zu haben. Hallo Claudia. Hallo Lambert. Genau. Hallo Henning. Moin, moin. Hallo Lambert. Ja. Nein, wie sagt man denn in Hannover? Sagt man da Moin Moin? Ja, also man muss jedenfalls eine Lütje Lage trinken. Das war hier mein, ich hatte leider gerade keine Balsenkekse im Haushalt. Das ist eine so typische Trinkspezialität, dass die Kolumne in der Hannoverschen Tageszeitung, der Hatz, der Hannoverschen Allgemein, Lütje Lage heißt. Im Ernst. Also haben einen sehr ungebrochenen Bezug zu bestimmten Formen von Schnaps hier. Ja, und ihr fragt euch bestimmt... Nur woanders ist es die Lage der Nation und bei euch ist es die Lütje-Lage. Ja. Genau. Sehr gut. Ja, nee, es ist eigentlich so ein albernes Trinkspiel, bei dem es darum geht, ein großes Glas mittelmäßig schmeckenden Bieres und einen Schnaps gleichzeitig zu trinken, wo so absehbar ist, dass man sich dabei bekleckert, dass es Teil des Trinkspiels ist, dabei so ein Lätzchen zu tragen. Naja, ihr wollt es gar nicht wissen. Deutsche Leitkultur. Sag nicht, das spielen wir jetzt. Nein. Ich bin vorbereitet. Nein. Wobei ich euch das natürlich bei Gelegenheit dann... Vermummungsverbot, Entschuldigung. Leitkultur, kann, wie man ja. Das macht. Nein, aber ihr ahnt da draußen an den Geräten vielleicht schon, was das der verbindende gemeinsame Dritte, der Nenner dieser Sendung hier ist. Nämlich, dass die beiden, das wollte ich schon immer mal machen, die beiden heute auch hier waren. Normalerweise ist es ja immer mein Spruch zu sagen, hallo, ich bin Lambert, ich ströme hier aus Hannover. Aber die beiden waren heute auch hier, bis heute auch hier. Ja, genau. Bis der ICE uns wieder in entgegengesetzte Orte der Republik gebracht hat. Ich habe beide gesehen. In dieser Woche habe ich sowohl Henning als auch Lambert persönlich getroffen. Ihr da draußen denkt ja, dass wir die ganze Zeit zusammen rumhängen und immer überlegen, oh, was machen wir beim nächsten Mal? So ist es nicht. Nein. Normalerweise sehen wir uns gar nicht in echt. Also kaum. Ja. Kaum, selten. Genau. Und von daher, Claudia und Henning, wie kam es? Warum Hannover um alles in der Welt? Was? Das Forum Wissenschaftskommunikation, so das Klassenfahrt für uns als Forschungsstrom. Und dann haben wir uns in der Mitte getroffen. Ach, du hast ja ein Schild noch, Claudia. Guck hier. Yeah. Mein schickes Schild und da oben steht drauf, wer es ausgerichtet hat. Nee, man kann es kaum lesen, ne? Die Kamera mag das nicht. Da steht Wissenschaftler im Dialog. Durch die Spiegelung liegt jetzt, dass da noch mehr Bücher stehen hinter der Kamera. Klar, nee, aber guck mal, ihr könnt euch selber sehen. Ach so, das bin ich, okay. Oh, voll die Verzerrung. Hier, kannst du dich selber sehen, wie ihr bei mir aussieht, ja. Und was ist dieses Wissenschaft im Dialog und was ist dieses Forum Wissenschaftskommunikation, bitte, schön. Claudia. Das Forum, aber das hast du ja schon beschrieben, ist das Klassentreffen von allen Menschen, die Wissenschaftskommunikation machen wollen und damit irgendwas zu tun haben, aber es ist mehr so in die Richtung KommunikatorInnen direkt aus dem Hochschul- oder Einrichtungskontext, also mehr Wissenschaftskommunikationsabteilungen. Lambert ist schwarz. Ist auch oh nein, meine Kamera. Macht einfach weiter. Gut. Genau, also mehr so die Kommunikationsabteilung und Forschende selber und Forschende, die Forschung über WISCOM machen. Genau, oder Agenturen, die Wissenschaftskommunikation machen. Genau, das ist das Forum. Was ist Wissenschaft im Dialog, Henning?
Genau, und ich würde noch ergänzen, das ist sozusagen für mich als Praktiker der Wissenschaftskommunikation, ist es sozusagen die Gelegenheit im Jahr mal das eigene Handeln wirklich auch dann zwangsweise zu reflektieren und sich auf die Metaebene zu begeben und sich zu fragen, was man alles nicht so gut gemacht hat. Und dafür ist es immer sehr hilfreich, weil dann alle Selbstanzeige erstatten und sagen, das habe ich dieses Jahr nicht so gut gemacht, und dann kann man da in den Austausch treten. Und WED ist Organisation, die das und viele andere coole Projekte der Wissenschaftskommunikation in Deutschland sozusagen vorantreibt und sozusagen Ermöglicher dieses Austauschnetzwerk-Events ist. Man könnte also sagen, ihr wart beide beruflich in Hannover. Ihr habt das nicht aus Vergnügen oder nicht nur aus Vergnügen gemacht, sondern... Ja, für mich ist das auch immer so ein bisschen einmal im Jahr die Fortbildungsreise und dann sozusagen wirklich dienstliche Fortbildung auch. Ja, genau. War das eigentlich jetzt die erste Präsenzveranstaltung des Forums seit Corona, oder? Claudia, du warst das erste Mal mit Aerosolaustausch dabei, nicht wahr? Ja, genau, tatsächlich. Ich war sonst 2020 zum ersten Mal auf dem Forum und so auf dem Forum, weil das war ja virtuell. Und habe dann 2 Jahre virtuell mitgemacht. Und auf dem ersten habe ich auch noch Forschungsstrom vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, dunkel, düster. Genau, und jetzt war es das erste Mal in Präsenz. Das ist schon durchaus etwas anderes. Und wir haben auch den Chat getroffen, zumindest der grandiose JP Thiele war auch da. Korrekt. Und dürfen das schon revealen, Claudia? Wir haben was geschenkt bekommen. Oh ja, ich hab's irgendwo im Koffer. Ihr müsst das machen. Ach, verdammt. Ich geh mich schämen. Kann man das erkennen? Ja, das kann man doch erkennen, oder? Das hier ist unser Logo. Ja, ne? Genau. Das ist krass. Stempel. Ein Stempel. Nein, das ist ein Siegel. Ein Siegel für Siegelwachs. Von dem bereits erwähnten großartigen JP Thiele für uns Maß angefertigt, kann man geradezu sagen. Ja. Unglaublich. Und letzte Woche noch im Forschungsstrom, jetzt mit Stempeln dabei. Und ich habe aber auch versucht, das als Stempel einzusetzen. Aber ich weiß nicht, ob man das hier schon so sehen kann. Oh, guck mal, sogar in Rot. Cool. Ja, sehr gut. Der ist richtig gut geworden, meine Güte. Ja. Das ist wirklich, das ist ein Postamt der Zukunft, das noch erfunden werden muss, das aber in seinen Briefmarken zu abstellen. Stempel das jetzt mal auf meine Tweets drauf. Dann approved. Ja, und das ist mal wieder so voll der rote Faden im Forschungsstrom, weil einige von euch die letzte Folge vielleicht auch gesehen haben, wo JP von dem 3D-Hackathon berichtet hat, wo Claudia uns ein bisschen Fragen gestellt hat, gelöchert hat und wir aus der Stabi-West heraus geantwortet haben in Berlin. Ja. Nee, genau. Und heute mal wieder so ein bisschen special-mäßig angehauchte Sendung. Wir haben uns auch vorgenommen, es diesmal wieder auf 60 Minuten zu beschränken, um es auch zum Nachgucken ein bisschen handlicher zu machen und dann natürlich auch ein bisschen mit Struktur drin. Wir Fassen wollen dich kurz, gerne. Ja. Genau. Wir wollen nach 10 Minuten reden. Genau. Das ein bisschen Revue passieren lassen, natürlich mit eurer Hilfe da draußen im Chat. Und wir nehmen auch wahr, dass hier einige dabei sind, die in echt auch da waren. Umso besser, weil schöne Sache. Gut. Ich nehme mal die Rolle ein, so ganz absichtlich, weil ich selbst nicht leider beim Forum dabei war. Du bist aber in Hannover, aber du warst Seite nicht beim Forum. Der Hannoveraner schon... bin, genau. Werde ich euch löchern mit ein paar Fragen. Und ein paar random Fragen über Facts über Hannover, die ihr alle nicht wissen werdet. Das ist gemein, Lambert, das ist gemein. Nur um euch da draußen zu vergnügen. Mein Wissen über Hannover beschränkt sich auf nichts. Aber doch, ich habe heute gelernt, dass daraus eine bestimmte Keksfirma kommt. Es gibt so eine bestimmte Bandbreite. Es gibt auch so in der alten Forschungsstromtradition auch so einen Downer. Quizfragen zu nicht so schönen Themen, aber auch lustige Quizfragen. Und an euch ist es jetzt zu entscheiden. Fangen wir an mit einer random cheesy Hannover-Quizfrage oder mit einer ernsten Frage zu Diskussionen, die auf dem Forum gelaufen sind. Lieber Chat, bitte entscheiden Sie jetzt. Hannover oder Forum? Your choice. JP Thiele weist noch hin auf die Herkunft von dem Siegelkonzept. Das überhaupt in 3D. Oh, warte, es geht noch besser. Moment.
Ich glaube, man kann das noch. Guck mal. Oh, das sind wir hier in NTV oder was? Ja, hallo. Olaf Scholz immer noch Bundeskanzler. Noch im Amt, weiß ich. Cheesy, okay. Ich habe also offensichtlich, ja, ja, okay, gut. Nach Hannover. Hm. Hm. Gibt's zu, ihr wollt, ihr interessiert euch gar ja, nicht für Viscom. Genau, die ihr, wollen genau. Gar keinen Content hier. Ihr wollt auch alle nur, okay, gut. Ja, dann müssen wir wohl erst eine zu Hannover durchziehen. Okay. Ach, Piluchen hält die Fahne oben, aber ja. Ja, bist überstimmt. Wer muss die denn beantworten? Wir beide? Oder? Wer schneller ist oder wer es ja, weiß? Ich mache als erstes eine Schätzfrage und ich pitte euch gegeneinander. Mhm. Aber der Chat darf sich natürlich auch beteiligen und der Beste oder die Beste, die am nächsten dran ist, ohne zu googeln, bitte bekommt. Weiß ich nicht. Ein Forschungsstrom-Siegel von JP? Nee, das... Genau. Können wir ihn nicht direkt verhaften. Ja. Bekommt von Henning ein gestempeltes Blatt Papier. Ja, aber, und zwar einen ausgedruckten Tweet. Ja, auch genau. ausgedruckten und gestempelten Tweet von mir persönlich zugeschickt, aber hallo. Super, okay. Also, die Schätzfrage lautet, es gibt in Hannover... ja, okay, das wird schon mal eingebucht. Ja, kann ja stimmen. Es gibt in Hannover einen Stadtwald, die Eilenriede. Dieser Stadtwald ist relativ dicht an der Innenstadt. Wenn man zum Beispiel an der Hochschule für Musik und Theater mal war, von da aus kann man den auch sehen. Und wart ihr nicht. Und ihr kennt auch die Eilenriede nicht. Nee. Ich habe Bäume gesehen in Hannover. Da waren Bäume. Es ist ja das Ding, ja, gut, schön, dass ihr Bäume, es gibt auch relativ viele Bäume, muss man sagen, insgesamt in Hannover. Und ich kenne das bei solchen Konferenzstadtbesuchen, dass man einfach nur minimal was von der Umgebung mitbekommt. Und genau diesen Fakt schlachte ich ja jetzt aus, indem ich euch am Ring an der Nase durch die Manege führe, aber auch als hier. Nicht-Auskenner. So, passt auf. Die Eilenriede, es gibt sie, vertraut mir. Das ist noch kein Scherz hier an dieser Stelle. Und so. Wir sind hier sehr ernst. Ja, gut, weiter. Und ihr wisst aber auch, dass es in New York, in Manhattan, den Central Park gibt. Mhm. Die Schätzfrage lautet, ihr müsst nicht, wie sonst bei Forschungsstrom beliebt, Fußballfelder in Borg-Cubes umrechnen oder so. Ihr müsst nicht sagen, wie viele Fußballfelder groß ist, sondern ihr müsst mir nur sagen, das Größenverhältnis. Central Park in New York im Vergleich zur Eilenriede. Wie groß ist das eine, wie groß ist das andere? 1:1. Ich sage 1:1. Claudia ist eingeloggt mit 1:1. Jemand aus dem Stream, aus dem Chat ist mit 1:42, in welche Richtung auch immer, das wurde ja nicht dazu gesagt. Henning, bitte. Ich sage, der ist 67% vom Central Park. 67% vom Central Park, das ist eine sehr exakte Angabe, sehr schön. Mhm. Also so 3:2. Genau. Mhm. Ich sehe im Chat... Piluchen mit 3:2, aber Piluchen, in welche Richtung denn bitte? Das musste noch kurz dazu angegeben werden. Und Weird Beat mit 1:1337? Ja? Oder 1:3,337. Ja. Nee, Telefonjoker haben wir nicht. Das tut mir leid. Komma. Okay, es ist bei Weird Beat ein Komma. Okay. Ja. Central Park zu Wald. Okay, also Central Park 3, Wald 2, das heißt, der Wald ist 2/3 von, oder? Ich bin das ist nicht. Ja genau meine Schätzung, ja, genau. Genau, genau. Okay. Ja, also ich muss zugeben, ihr seid alle gar nicht schlecht. Ich ziehe den nicht vorhandenen Hut, weil es ist tatsächlich so, dass die Eilenriede ziemlich exakt doppelt so groß ist wie der Central Park. Das heißt, OVNN hat gewonnen. Das habt ihr gut gemacht. Das habt ihr alle ganz schön. 1:2 gemacht. Ja. Der Win. Mensch. Ja. Ohne zu gucken, war das ehrlich? Okay, aber wir glauben es mal. Aber hier in der Runde, also auf der anderen Seite des Bildschirms, hat Claudia gewonnen, richtig? Ja. Genau, da liege ich vorne. Ja.
Ja, das war sehr schön. Jetzt zu den langweiligen Inhalten, muss ja sein. Das müssen genau, wir auch so schnell hinter uns bringen. Wir haben einen Bildungsauftrag hier. Genau, lass uns mal über Bildung reden. Ganz im Ernst. Also ich habe ein äußerst bemerkenswertes Panel davon gelesen, was du, Henning, da durchgeführt hast, wo unter anderem unsere Claudia hier, wie mache ich das jetzt so, genau, auch drauf war. Und Henning, stell uns doch bitte mal kurz vor, was war das für ein Panel und worum ging es da überhaupt? Es ging darum, wie Forschende Social Media, und wir haben hauptsächlich über Twitter gesprochen, nutzen und insbesondere die Frage, in welcher Rolle sie dort eigentlich auftreten. Man könnte ja zum Beispiel zwischen so Konzepten irgendwie unterscheiden, dass jemand sagt, ich nutze das rein privat oder ich nutze das rein beruflich. Und wenn es ein beruflicher Account ist, also zum Beispiel, es gibt so von PressesprecherInnen, zum Beispiel von dem Rec-Sprecher, dem Steffen Hebestreit, da gibt es einen beruflichen Account, der heißt Rec-Sprecher. Und da twittert er auch nicht, wenn er irgendwie mit einem Hund oder einem Kaninchen sonntags rausgeht, keine Ahnung, sondern das ist halt dann wirklich nur Öffentlichkeitsarbeit zu seinem Beruf. Aber es gibt ja auch viele andere Leute, die das nicht so nur nutzen. Und da war die Frage, wie Forschende zum Beispiel am Beispiel der Corona-Pandemie private Accounts oder persönliche Accounts, sage ich mal, nutzen, die jetzt nicht direkten Institutsaccounts sind oder so. Und da ist ja schon zum Beispiel auch die Frage, in so Talkshows zum Beispiel sieht man ja auch manchmal Forschende, die dann sagen, ja okay, jetzt hier kann ich irgendwie wissenschaftliche Expertise beisteuern, aber dann werden sie zum Beispiel nach einer Meinung gefragt, so soll man jetzt Masken tragen im, keine Ahnung, in der Schule oder so, und dann sagen sie, meine persönliche Meinung dazu ist Doppelpunkt. Und diese Unterscheidung dieser Rollen finde ich halt ganz spannend. Und deswegen hatten wir auch Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und Professorin an der TU Braunschweig eingeladen, die auch da war und das sozusagen ihre Reflexion darauf mit uns geteilt hat. Und dann auch man die gegenseitigen Erwartungen zwischen Forschenden und Institutionen abgeglichen hat. Wir hatten dann noch Michael Büker da, der eingesprungen ist, weil eine eigentlich eingeplante WDR-Journalistin, die Andrea Wille, leider nicht kommen konnte. Und der hat das so ein bisschen aus wissenschaftsjournalistischer und seit 100 Jahren auf Twitter aktiver Ebene reflektiert. Und dann hatten wir noch eine Professorin für Wissenschaftskommunikation da. Und Claudia, was hast du denn da so beigetragen? Ehrlich gesagt, ich fand das Panel super gut besetzt. Also jetzt, ich muss immer MTU sagen, weil ich finde so den richtigen Namen, ich muss Twitter-Handles benutzen, war jetzt so aus der journalistischen Sicht da, aber ich fand, dass Melanie Brinkmann und ich so eine gute Gegenpol-Position waren. Ne? Also weil mein Twitter-Account ja so völlig privat durcheinander gewirbelt alles ist und sie ganz klar sagt, nee, da kommt gar nichts Privates drauf. Nichts. Und das fand ich dann schon sehr spannend. So auch schon direkt beim Einstieg. Ja. Henning, war es denn eigentlich so, dass du eine Vermutung zu dem Thema hast oder eine These, mit der du da reingegangen bist, als du das aufgezogen hast? Naja, meine These wäre eigentlich, der Grund, warum ich das eigentlich eingereicht habe, ist, dass zum Beispiel Journalistinnen, gerade die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, ein Beispiel dafür, an dem ich das immer ganz deutlich finde, ist der Georg Restle, WDR-Redakteur bei Monitor zum Beispiel. Und der wird sehr gerne mal angegriffen, wenn er meinungsstarke Tweets schreibt, dass er ihm das ja wohl nicht zustünde, er würde doch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, dann müsste er auch neutral sein und könnte nicht solche linken Meinungen da auf Twitter raushauen. Und da finde ich halt schon, dass das eigentlich jedem Menschen eigentlich zusteht, natürlich eine politische Meinung zu haben und die auch nach Meinungsfreiheit irgendwie veröffentlichen zu dürfen. Die Frage ist immer, in welchen Kontexten man das dann macht. Und da stellt sich dann schon die Frage, sozusagen, ist das bei so einem Journalisten der persönliche Account? Und darf der das da so drüber veröffentlichen? Natürlich darf der das nicht über einen WDR-Monitor-Account raushauen, ne? Auch wenn er da einen Zugang hat. Aber ich persönlich finde schon, dass auch eigentlich jeder Mensch eine zum Beispiel politische Meinung haben darf und die auch veröffentlichen darf.
Die Frage ist halt immer, wie wird man wahrgenommen? Ne? Und solange es jetzt alles irgendwo in demokratischen Grenzen bleibt, geht da aus meiner Sicht einiges. Und dann gibt's halt manche Leute, die schreiben sich dieses hier privat als so ein Code in die Selbstbeschreibung auf Twitter. Und ich habe sowas Ähnliches da auch drin stehen. Bei mir steht Views on my own. Das ist halt dann vielleicht nur die englische Fassung. Das ist für mich aber relativ nah dran an hier privat. Und es ermöglicht halt auch eine Abgrenzung, wo ich zum Beispiel nicht immer nur als Mitarbeiter meines Arbeitgebers wahrgenommen werden möchte. Also hier zum Beispiel den Forschungsstrom, das hat überhaupt nichts mit meiner Arbeit zu tun. Das mache ich in meiner Freizeit und das ist mein privater Quatsch, den ich hier erzähle. Und sowas muss möglich sein, finde ich. Und deswegen finde ich so eine Abgrenzung gut. Auf der anderen Seite gibt es gerade viele Leute, die schon seit 100 Jahren auf Twitter sind, die das albern finden, irgendwie zu sagen, man müsse sich da von dem, zum Beispiel von dem Arbeitgeber distanzieren durch so ein hier privat. Und genau diese beiden Positionen wollte ich halt gerne mal zusammenbringen und diskutieren. Das ist ja auch eine spannende Frage, was der Default ist. Wenn ich einen Kanal habe, der eben Henning Krause heißt oder Fuzzy Leapfrog, was jetzt keinerlei Indikation für beruflich oder privat hat, im Gegensatz zu anderen Accounts, ne, wie bei Melanie Brinkmann mit dem Brinkmann Lab. Was ist der Default-Fall? Also was ist der Standardannahme? Ist das standardmäßig ein Privataccount und ich muss es erst durch Verlinkung der Webseite und Angabe des Arbeitgebers zu einem offiziellen beruflichen Account machen? Oder ist es erstmal per Default ein beruflicher? Man denkt, es wäre beruflich und man muss kennzeichnen, dass es privat ist. Und ich glaube, diese beiden Extreme oder Default-Werte gibt es beide nicht. So. Und das fand ich total bemerkenswert, was MTU dabei gesteuert hat, der ja gesagt hat, also gefragt hast, ne, wie nimmst du das wahr, so von außen, wenn da so hier privat steht, würdest du sogar dann Aussagen von dort benutzen oder so. Und dann kam ja das Beispiel mit, ne, wenn irgendwie was bei der NASA passiert, irgendwie eine Andockung, Andockvorgang hat nicht funktioniert und es würde jemand das von einem privaten Twitter-Account twittern, einer von den Mitarbeitern der NASA, dann würde er das schon nehmen, weil es würde sehr lange dauern, bis die NASA irgendwann mal eine Pressemitteilung draußen hat nach Stunden, dann nimmt man natürlich die schnellere Quelle. Er meinte aber auch, er würde es natürlich nicht nehmen, wenn der Account komplett privat aussieht und ansonsten nie was oder fast gar nichts zur NASA geschrieben hat. Also wo man gar nicht wirklich erkennen kann, dass da auch Berufliches dahinter steht. Weil dann ist es natürlich auch keine vertrauenswürdige Quelle zum einen und zum anderen auch sehr exotisch. Und ich fand das ganz interessant. Also offensichtlich dann doch so eine Fall-zu-Fall- und Account-Unterscheidung stattfindet. Also wahrscheinlich jetzt nicht klar trennbar für alle JournalistInnen, aber der Gedankengang, den fand ich spannend. Ist es nicht auch so, dass ich, wenn ich, also ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich jemanden vor mir habe, der in einem bestimmten wissenschaftlichen Kontext arbeitet, aber nicht unter dem Druck sich äußert, stellvertretend für eine Institution zu sprechen und sei es nur sein Lab oder so, dass ich dann vielleicht eher die Chance habe, irgendeinen authentischen Einblick in das, was da aktuell läuft, zu bekommen oder so. Wäre das nicht auch eine Überlegung? Weil das ist doch irgendwo auch die Währung von Twitter, dieser Anspruch, der da so rumfliegt auf, oh, hier ist Real Talk, hier wird direkt gesprochen oder so. Oder spielte das in der Diskussion bei euch keine Rolle? Claudia? Also ich hätte gerne gehabt, dass es eine Rolle gespielt hat, aber wir kamen nicht dazu. Ja, genau. Wir sind dann doch auch noch an diesen Beispielen aus der Corona-Pandemie ein bisschen hängen geblieben, was aber auch gut war, dass Melanie Brinkmann das halt irgendwie mit ihren Beispielen auch konkret gemacht hat. Wir sind dann allerdings irgendwie von der Diskussionsstrang eher ein bisschen anders abgebogen, aber ich hätte das auch gerne, stand auch noch mit auf meiner Themenliste in diese Richtung diskutiert. Also ich würde das immer sagen, dass das Forschende dort halt authentischer rüberkommen, je mehr Persönlichkeit sie mit reinbringen wollen. Andererseits würde ich jetzt auch nicht das unbedingt als Erwartungshaltung oder als Must-Have oder so formulieren. Da gibt es halt auch Leute, die verschieden weit gehen wollen, wie viel Persönlichkeit sie zum Beispiel verraten. Also Melanie Brinkmann zum Beispiel
hat zum Beispiel in ihrem About-Text auch zum Beispiel drinstehen, dass sie Mutter ist. Ne? Und insofern, also ein bisschen Privates gibt sie dort schon auch zu erkennen, auch wenn sie jetzt da dann keine, keine Ausflugsbilder von den Kindern da irgendwie zu sehen sind oder so. Aber ein bisschen was ist da schon dabei und ich finde auch gut, wenn, wenn Leute authentisch sind. Das ergibt Möglichkeiten, aber jeder hat, denke ich, irgendwo eine Grenze, wo dann das das Persönliche ins Private abgeht und übergeht und dann man dann nicht sich so öffentlich zu allem äußert. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das, das haben wir, glaube ich, nur so am Rande wirklich angesprochen. So dieses, das kam auch, glaube ich, aus dem Publikum heraus, dass ein bisschen was Persönliches teilen ja auch immer genau die, die, die Glaubwürdigkeit oder einfach steigert, dass man die Person sieht. Und das fand ich halt auch total spannend. Also jemand hatte dann gefragt, ob man das nicht auch ein bisschen als provokant macht, sowas auch Privates zu teilen, wo ich dann sagen musste, ja. Ne? Also wo ich sagte, so ich versuche ja auch mit meinen privaten Einblicken, dass ich das weiterhin so mache, wie ich es immer gemacht habe, aufzubrechen, so dieses Bild von oh, unantastbare Professorin oder ist total ja, rein akademisch unterwegs, macht keine Fehler, ist total fit und immer on top und gut gelaunt im Zweifel. Genau, also das versuche ich auch aufzubrechen. Und da hätte ich halt total gerne, ich poste es gleich nochmal in den Chat, über so Authentizität gesprochen im Kontext Wissenschaftskommunikation, was da eigentlich so für Faktoren mit reinspielen. Du hattest ja auch eine kleine Umfrage dazu gemacht, Claudia. Wolltest du dazu noch was sagen oder führt uns das jetzt zu weit ab? Kann ich machen. Guck mal den Moderator an. Ach so, ja, auf jeden Fall. Wir haben Zeit. Also ich hatte so ein bisschen auch für euch da draußen zur Orientierung die Idee, dass wir natürlich auch nochmal hier öffnen. Und es gab ja auch schon ein, zwei Anmerkungen, die man vielleicht auch nochmal einblenden könnte, auf die man eingehen könnte. Und ich würde auch nochmal gerne die Möglichkeit haben, euch Fragen zu stellen zu anderen Sachen, außer Hennings Panel, die ihr interessant fandet. Aber wir haben auch noch eine halbe Stunde. Insofern haben wir für alles Zeit. Und ich würde fast vorschlagen, Claudia, teil doch mal kurz also wenn du schön übersichtlich vielleicht die Ergebnisse hast oder so? Ja, warte. Ich guck mal gerade, ich habe doch irgendwo da. So. Und JP hat es natürlich richtig bemerkt, ich sitze auf einer nächsten Hannover-Frage, das ist völlig richtig. Sehr gut. So, ich schubse das hier mal mit rein. So, jetzt müsstet ihr das doch sehen, oder? Moment. Ja. Das, warte mal, ich muss das mal gerade, was passiert, wenn ich es kleiner mache? Ihr seht es auch kleiner. Okay, also genau, da haben die Leute Fragen beantwortet und Fragen, die sich so in Kombination zu Authentizität bewegen. Also wo ich so gefragt habe, was denkst du, wie respektvoll ich euch gegenüber bin? So, das ist jetzt so eine Frage der Kommunikationsebene. Und dann haben Leute geantwortet. Also ich habe 90 Stimmen bekommen, das ist echt viel. Ich hatte gar nicht gedacht, dass so viele noch antworten. Und das war früher morgen. Ja, das war echt morgens um 8 oder so. Genau, also das finden viele, dass ich respektvoll mit allen umgehe, wie leidenschaftlich ich mein Fachgebiet brenne. Ist auch ein Peak bei sehr. Also 4 ist immer sehr und 1 ist immer wenig. Und wie kompetent man mich hält, das piekt auch bei einer 4. Und hier piekt es aber woanders. Wie gut denkst du, verstehe ich meine eigenen Vorurteile, Motivationen und Einflüsse? Da gibt es bei 3 einen Peak. Das finde ich ganz interessant, ne? Aber es stimmt total. Ich hätte jetzt wahrscheinlich eher auf 2 gesetzt. So, vom eigenen Gefühl her. Genau, also da gibt es einiges so mit solche Fragen, die finde ich auch total spannend. Genau, zeig uns doch mal die, wo es nicht bei 1 oder bei 4 piekt. Das finde ich jetzt spannend. Ja. Ja, und die hier ist echt sehr spannend, weil das darum geht, welche Faktoren außerhalb meiner Forschung, also so Geldgebende und Arbeitgebende, mich beeinflussen. Ne? Oder wie sehr sie mich beeinflussen. Und da bin ich sehr, also sehr vielen Dank, dass ihr tatsächlich zu mehrheitlich, aber eben auch nur zu 60% denkt nicht so viel und 40% denken ja schon. Und ich finde das, also ist ja völlig korrekt. Also ich vergebe mir natürlich Mühe, mich nicht davon beeinflussen zu lassen, aber man ist ja in dem System drin und man stellt ja Anträge auf Förderung und ne, also finde ich, das ist ja eine realistische Einschätzung. Und wo gab es noch? Hier. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass ich meine wahren Gedanken, Gefühle und Zweifel hinter meiner Rolle als Forschende verberge?
Da war es ein Peak bei nicht so viel, aber trotzdem bei, also bei 2, ne? Aber das ist auch eine Frage, die zu grundsätzlichen Diskussionen einlädt, ja, oder? Weil ich meine, in der Frage davor wird ja geradezu fast umgekehrt gepolt, verlangt, dass man, also ich meine, versteht ihr, was ich meine? Ist es ein Verbergen der eigenen Gedanken oder Gefühle, wenn ich sozusagen strikt ein Protokoll befolge bei der Bearbeitung eines Forschungsthemas und exakt nur entlang von Daten von außen arbeite oder so? Das Verbergen, finde ich, in dieser Frage lässt einen Spielraum, dass man auch darüber diskutiert. Absolut. Also ich hatte da auch immer mehr so die Idee, oder es war mehr der Gedanke dahinter, wie ich ihn so aus dem, ich habe das ja aus einer Vorlage entnommen, diese Fragen, dass es mehr darum geht, dass ich nicht sage, wenn ich irgendwie an den Ergebnissen zweifle oder wenn ich eine Studie kritisch sehe oder selbst Zweifel habe, dass da irgendwas nicht funktioniert oder Gedanken habe, die ich jetzt nicht äußere zu bestimmten Situationen. Und aber klar, glaube ich dann, also ich hätte auch gesagt, so ich bin da vielleicht bei 2, also ich verberge relativ wenig auf Twitter, aber klar, manche Sachen, ich habe zum Beispiel ja nicht gepostet, dass ich mich auf eine Professur bewerbe. Mhm. Da habe ich mich jetzt nicht als Rolle hinter meiner Rolle als Forschende verborgen, aber ich habe nicht gesagt, für was ich mich beworben habe, nur das. Ja, genau, also das war meine Umfrage, ja, und am Ende war noch die wichtige Frage für mich. Wie sehr spielt deiner Meinung nach deine Antworten, also in die Antworten hinein, dass ich hier generell auch Privates teile? Und da waren über 70% der Meinung, das hat sie beeinflusst. Ja. Ach so. Also das war meine Umfrage, ja, und ich habe das natürlich auch, die Fragen aus so einem Paper entnommen. Das kann ich gerne auch nochmal hier verlinken. Und ich möchte mich entschuldigen, dass meine Antworten leider abweichen von den Antwortoptionen der Umfrage. Die hatten 5 Antwortoptionen, aber es tut mir sehr leid, Twitter lässt nur 4 zu. Sorry. Tja. Genau, das war meine Umfrage und ich fand das schon nochmal ganz spannend. Also es ist natürlich nicht repräsentativ oder irgendetwas, aber hat mir nochmal gezeigt, dass so ein bisschen, dass man da was Privates macht, einen Einfluss auf das hat, wie man wahrgenommen wird. Ja. Gut, und also zusammenfassend wollte ich nochmal sagen, dass dass das Forum auch, glaube ich, dass der richtige Ort war, um so einen Austausch darüber hinzukriegen und diese Rollenbilder, die vielleicht manchmal gar nicht so explizit analysiert oder reflektiert werden, dann doch mal zu reflektieren, auch zwischen den verschiedenen Playern, also den Forschenden, den Leuten, die für Wissenschaftskommunikation irgendwie da sind und bezahlt werden und irgendwelchen externen, wie zum Beispiel JournalistInnen, da ja gegenseitige Erwartungshaltungen abzugleichen. Und natürlich kommt man da nicht irgendwie zu einer finalen Weisheit oder Lösung von irgendwelchen Rollenkonflikten, die es natürlich auch gibt und geben kann. Aber besser ist es halt, drüber zu reden und mal sich gegenseitig dazu auszutauschen. Und dafür war das, glaube ich, ein ganz gutes Forum. Ja, ich muss auch wirklich sagen, auch aus der Außenperspektive sehr interessant. Ich freue mich schon auf die Aufzeichnung des Panels. Ich habe mir sagen lassen, man wird es im Nachhinein gucken können. Wird sicherlich auch andere hier interessieren. Ich kann mich daran erinnern, und das ist noch nicht allzu lange her, dass die Diskussion dieses Themas in dieser Community noch einen ganz anderen Startpunkt hatten. Da ging es mehr um solche Sachen wie, sollte man das als Forscher überhaupt machen oder so. Und hier ist das sozusagen schon die Prämisse, ja, ist geschenkt, machen sowieso viele, aber was bedeutet es genau oder so? Und das finde ich hieran jetzt gerade sehr interessant. Ja. Und die Frage wurde gar nicht mehr gestellt, das stimmt allerdings, ne? Ja. Kam mir jetzt so vor. Und eigentlich ist das jetzt die Steilvorlage für mich, euch mit einer Hannover-Frage zu wählen. Netflix, okay. Wie JPT mir festgeht. Ich warte ja nur darauf. Aber okay, diesmal in Style, es ist eine wissenschaftlichere Frage. Und zwar, ich gebe euch so einen kleinen versteckten Hinweis, es geht um den hannoverschen Stadtteil Linden, aus dem ich hier auch ströme, der eine, Hint, jetzt aufpassen, eine Vergangenheit hat durch seine starke Industriegeschichte im 19. Jahrhundert. Und dieser Stadtteil wird geprägt durch das kleine Bächlein, die Fösse. Und die Fösse hat eine chemische Eigenschaft in ihrer chemischen
natürlichen Zusammensetzung, die sehr bemerkenswert ist und auffällig ist und die man auch sieht an bestimmten Merkmalen. So, und ihr könnt jetzt einfach, diesmal keine Schätzfrage, sondern ihr könnt mir mal sagen, was ihr denkt, was die chemische Eigenschaft der Fässer ist, die sie so bemerkenswert macht und die man ihr ansieht. Er hat Chemie gesagt. Claudia, was machst du da? Ich kann doch, also das ist die einzige Wissenschaft, die mich fertig macht, Chemie. Chemie. Gut, dann fange ich an. Ich sage, sie hat den extremsten pH-Wert aller deutschen Flüsse, sei er hoch oder niedrig, aber es ist sozusagen das Extremum. Ich sage, da ist kein Kalk drin. Es gibt hier im Chat noch Eisen, ja, Eisenoxid, ja. Okay. Das ist auch schön, das hier ist auch schön. Der Wikipedia-Artikel ist schon lang. Ohne zu suchen. Ich habe an Johann Wolfgang von Flöte eine Nachfrage. Ist der Wikipedia-Artikel über die Fässer so lang? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ist der Fluss viel kürzer? Der Fluss kürzer als der Wikipedia-Artikel. Ja. Genau. Okay, wir haben alle unseren Spaß gemacht. Gehabt. Es wird Zeit, dass ich auflöse. Okay. Also die Fösse hat, und das sieht man an der Vegetation, ich weiß es, sage es aber nicht. Die Hannoveraner Insider hier im Chat. Nee. Also hat eine ungewöhnlich hohe Salzkonzentration. Bisweilen, auch nicht immer gleichmäßig, aber bisweilen deutlich höher als die Nordsee zum Beispiel. Und es, ja. Und es liegt daran, dass es, oder was heißt das? Gibt es da Fische in der Fässe und sind das Salz- oder Süßwasserfische? Ich kann fragen. Sie hat eine ganz komische eigene Fauna. Es gibt so, es gibt da schon Pflanzen und so, aber andere, also die man sonst eher so in so komischen. You got me now, warum? Ja, wegen der Chemie-Rückstände aus dem 19. Jahrhundert. Ganz, nee, es gibt. Menschheit. Der Kausalzusammenhang ist nicht ganz so direkt. Es ist tatsächlich so, dass, aber es gibt ein gemeinsames Drittes, nämlich es gab einen intensiven Kalibergbau und genau diese Sache, dass so von so einem Zeug so viel im Boden ist, in der Nähe zum Grundwasser, sorgt dafür, dass aus natürlichen Gründen manchmal sehr viel Wasser rausgespült wird in diesen Bach. Das ist einfach der einfach. Lambert, diesen Bildungsauftrag kommst du heute in einzigartiger Weise nach. Also Wahnsinn. Ich bin begeistert. Irgendjemand muss hier ja die Fahne vom Forschungsstrom holen. Ja, und es sind auch noch interesting Facts Siegel über Hannover. Ja, ne, genau. Und ich hab auch für nachher noch eine dritte Frage und die ist die Downer-Frage. Aber erstmal was anderes. Das ist jetzt erstmal was anderes, genau. Und zwar lautet jetzt die Frage schon angekündigt, sonstige Highlights. Was ist euch aufgefallen, was interessant war, jenseits von dem angesprochenen Panel? Highlight natürlich hier Chat-Treffen, JP-Treffen, beschenkt werden. Ansonsten muss ich sagen, und das haben eigentlich auch viele gesagt, sich halt wieder mal nach 2 Jahren Pause mit diesem Klassentreffen, mal wieder physisch zu sehen und dann auch, nachdem man den Arbeitsteil erledigt hat, auch mal irgendwie ein Bier zu trinken mit Maske und so. Und das war ganz nice. Ja, das stimmt total. Das hatte ich auch genannt als das Highlight auf dem Abschlusspanel, dass mein erstes in Präsenz war und dass es ja doch nochmal was anderes ist, so ganz viele Leute persönlich zu treffen. Also Claudia macht ja in diesen Communities auch gerne Schnellkarriere. Die wird dann gleich schon mal als Zusammenfasserin aufs Abschlusspanel eingeladen. Ich dachte, als sie mich gefragt hatten, das Abschlusspanel sind so irgendwie so 8 Leute und jeder darf so 2 Minuten was sagen. Und dann sitzen wir da zu zweit. Und die Moderation. Dann so, oh, ups. Naja, gut. War aber spannend. War schön. Also ich möchte die Community, die im Forschungsstrom ist, daran erinnern, ihr habt sie hier zuerst gesehen. Ja. You saw her here first. Ja, bekannt aus dem Forschungsstrom. Bekannt aus dem Forschungsstrom. Okay. Ja. Inhaltlich, dieses Panel, worum ging es da? Was war das dann noch? Da kam doch sicherlich auch nochmal eine Diskussion auf. Beim Abschlusspanel? Ja, oder was die bevorzugten, die nettesten Sessions waren oder was? Wie meinst du das jetzt?
Achso, nee, ich wollte jetzt mal fragen, bei dem Abschluss wird es ja auch noch mal um was gegangen sein, oder? Oder nee, nicht, tatsächlich oder auch so um Fragen, was waren so die Highlights? Es ging noch mal eher so um die Frage, weil das Forum hatte so als Hauptthema das Thema Transformation und ob wir da jetzt etwas transformiert hätten in den 3 Tagen oder wie sehr wir das Thema jetzt vielleicht anders betrachten als vorher. Das war so ein bisschen der Kern. Aber ja, ich würde sagen, das war so ein bisschen zusammenfassend gemixt mit der Frage, haben wir es denn jetzt mit der Transformation? Und darauf war meine Antwort so, nein. Also ich habe total viel mitgenommen, so gerade in Richtung ein bisschen anders denken, um Sachen zu transformieren. Aber wie ich es jetzt konkret anwenden kann, ich bin ja nicht die Kommunikatorin von so einer Einrichtung, aber was ich für mich mitnehme, für meine eigene Kommunikation, das ist dann ein bisschen kleiner, nicht so groß gedacht. Und bei dir? Ja, also beim Thema Transformation muss man natürlich eine tolle Keynote von Maya Göpel nochmal erwähnen. Ich hoffe auch, dass es die nochmal auf YouTube geben wird. Die kann man sich dann sicherlich nochmal angucken. Wobei, ich glaube, ich muss die auch als jemand, der live dabei gewesen ist, nochmal mit nachhören, weil die mich dann irgendwie immer abhängt mit ihren schnellen Gedanken. Aber man hat natürlich trotzdem, nimmt was mit und sei es nur Inspiration und ein Gefühl des Beeindrucktseins. Ja. Nee, aber ansonsten, wenn wir noch über andere Panel sprechen wollen. Also mich hat insbesondere eine Fishbowl-Diskussion, die heute Morgen stattgefunden hat. Es war nicht so einfach, nach einem zweiten Abendveranstaltung früh um 9 da zu sein, aber gut, ich musste zum Glück nicht vortouren, sondern nur teilnehmen. Hat mich eine Fishbowl-Diskussion zum Thema Vielfalt und wie Vielfalt in der Wissenschaft Vertrauen wecken kann, beeindruckt. Und das war eigentlich so meine Lieblingssession. Da war unter anderem die UKI-Forscherin Marilyn Addo zu Gast, die ja auch in der Corona-Pandemie eine tolle und wirksame Stimme war und die dort ja gesprochen hat darüber, wie sie während Corona kommuniziert hat und die zum Beispiel sagte, dass sie, die also einen ghanaischstämmigen Vater hat, aber im Rheinland aufgewachsen ist, zum Beispiel am Anfang der Corona-Pandemie von der ghanaischen Community in Hamburg, wo sie am UKE Professorin ist, angesprochen worden ist, dass es kulturelle Vorbehalte in der ghanaischen Community in Hamburg gibt gegen oder gab anscheinend gegenüber Impfstoffen, weil das auch als etwas, was jetzt die Weißen empfehlen, was man machen soll, gesehen wurde oder gedrohte gesehen zu werden und dass diese ghanaische Community also gerne von einer Person, die irgendwo vergleichbar ähnliche Wurzeln hat, das gerne erklärt bekommen wollte. Und dann hat sie sozusagen, sagte sie, das sei so ihr erster größerer Kontakt mit der Wissenschaftskommunikation gewesen, dort speziell für diese Community das zu erklären. Und das fand ich ganz, ganz spannend, wo dann ja Aspekte, Merkmale der Person, ob es jetzt Geschlecht ist oder in dem Fall Hautfarbe oder so, halt eine Rolle in die eine oder andere Richtung spielen können. Und ja, das war nur ein Beispiel und dann ging es halt um verschiedenste Diversitätsmerkmale, die dort angesprochen worden sind und warum Vielfalt dem Vertrauen der Wissenschaft in der Gesellschaft allgemein helfen kann. Spannend. Darf ich dann noch eine Brückenfrage stellen, Henning? Wenn wir jetzt wieder von privaten Informationen reden, nicht alles an Vielfalt ist ja sichtbar. Also war das dann da so ein kleines Plädoyer dafür, auch die Vielfalt, die nicht sichtbar ist, wie man ist irgendwie ein Kind aus der Arbeiterschicht und hat es irgendwie in die akademische Welt geschafft oder man hat irgendwie eine nicht sichtbare Einschränkung oder gehört eben irgendwie einer anderen Community an, also sei es jetzt einer queeren Community oder ähnliches, was man nicht sieht. War das da auch ein Thema? Es ist insbesondere diese Arbeiterkind-Thematik ist angesprochen worden, aber die Tatsache, dass das nicht sichtbar ist, ist jetzt nicht so
breit thematisiert worden. Okay. Also ich habe zum Beispiel für mich auch noch gedacht, aber ich habe mich da jetzt auch nicht ins Fischbowl reingesetzt in die Runde und insofern, weil da schon so viele tolle Impulse waren, dass es eigentlich schon ja, gereicht hat. Ja, es gibt ja auch Menschen, die kognitive Einschränkungen haben. Also was ich auch mir lange Zeit nicht bewusst war, ist diese Menschen, die sich als neurodivers bezeichnen. Und das ist natürlich, dann wunderst du dich vielleicht, warum verhält sich diese Person jetzt so? Und gut, aber das ist, glaube ich, man weiß nie, welche Geschichten und welche ja, persönlichen Merkmale Leute mit sich rumtragen, die man von außen nicht so sieht. Mhm. Aber genau das Bewusstsein dafür, dass das halt so sein kann, genau das war halt Thema auch, ja. Danke, ja, super ja. Interessant. Das war mein Highlight-Panel. Ja. Dazu wollte ich noch einen Tweet gerne teilen, der mich in dem Kontext jetzt beschäftigt hat. Es gibt ja Nobelpreise, ne? Nur so als Randnotiz, neben dem wichtigen Forum Wissenschaftskommunikation kamen übrigens Nobelpreise so die letzten Tage. Und ich fand diesen Tweet ganz interessant, weil er tatsächlich angesprochen hat, dass tatsächlich einer der Nobelpreisträger und in dem Fall eben für Medizin offensichtlich Teil der LGBTQI-Plus-Community ist und das wohl ein Novum ist und warum das so wichtig ist. Mhm. Ja, und da dachte ich auch, das ist ja auch eine völlig private Information, ne? Ähnlich wie ich habe Kinder, die aber dann trotzdem wichtig ist und ne, dafür sorgt, dass Leute sich sichtbar fühlen. Ja, fand ich sehr spannend. So, dachte ich, wollte ich ganz kurz nochmal teilen. Ja, super interessant, auf jeden Fall. Ja, ja. Genau. Ich würde gerne auch nochmal die Frage ans Publikum hier im Chat richten. Ihr hattet zwischendurch auch schon mal Fragen und Anmerkungen gemacht. Bitte wiederholt sie jetzt nochmal. Ihr habt die Gelegenheit, ich will es nochmal so formulieren. Hier sind zwei Mitglieder der professionellen Community von Wissenschaftskommunikation, also eine Professorin und jemand, der das für seinen Beruf macht. Es ist die Gelegenheit für euch nochmal rauszuhorchen, was innerhalb dieser Community gerade die anliegenden Fragen sind oder so. Es ist eine interessante Gelegenheit. Was sollen die nochmal hier erzählen? Will ich eigentlich keinen Gossip entlocken, aber interessiert mich wirklich, sind die Vorträge und die Gespräche, die ihr auf dem Forum hattet, immer gut. Also weil man ja annehmen könnte, dass die Leute alle ein gewisses Level an Kommunikationsskills haben. Oder gibt es da keinen gefühlt signifikanten Unterschied? Okay. Das ist ja eine interessante Frage. Okay. Spannend. Ah. Also was mir aufgefallen ist, das hat jetzt nicht direkt was mit den Inhalten der Gespräche zu tun, aber diese Tradition des Handgebens, das brauche ich eigentlich irgendwie nicht wieder. Also dieses Fistbumpen finde ich vollkommen ausreichend und okay. Ich bin da so ein Ellbogen-Fan. Ja, von mir aus auch das, aber ich war jetzt dann, es gibt so Leute, die das dann penetrant trotzdem einem die Hand schütteln wollen und irgendwann habe ich es auch mal irgendwie nicht geschafft, rechtzeitig wegzuziehen, dann war ich deutlich schneller zum Händewaschen auf der Toilette, als ich sonst. Da habe ich so ein bisschen gemerkt, das ist sozusagen irgendwie was, aber das war, glaube ich, hier überhaupt nicht gefragt, aber das ist mir beim Ersten, dass es mir so, ob die Gespräche gut waren dann oder ob die Kontakte gut waren, ja. Also ich habe gerade tatsächlich überlegt, ob die Art der Kommunikation anders ist als auf anderen Konferenzen und ich muss tatsächlich ein bisschen sagen, ja, ich kann dir jetzt aber nicht genau sagen, warum, vielleicht auch, weil es mein erstes Forum war und vielleicht auch, weil ich schon lange nicht mehr auf anderen großen Konferenzen war, außer der Republika. Aber die sind jetzt, im Sinne von sind die immer gut, muss man erstmal überlegen, was gut heißt. Und ich muss sagen, also ich hatte auch ein, zwei nicht so gute Gespräche im Sinne von haben mich jetzt nicht total gefesselt. Aber das ist ja jetzt nicht im Sinne von nicht gut, sondern vielleicht trotzdem spannend, die Leute kennenzulernen und zu treffen. Aber ich glaube, die sind alle ein bisschen reflektierter, was Kommunikation angeht. Ich glaube, auch wenn du da hingehst, halt, dann bist du nicht irgendwie, also ich glaube, da gehen die Leute hin, die wirklich auch bereit sind, sich auf der Metaebene Gedanken über ihr Tun zu machen und das zu reflektieren. Sonst gehst du da eigentlich, glaube ich, auch nicht hin. Also, ja. Das stimmt. Vielleicht ja, diesen Selection-Bias in dem Sinne. Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, denn die WissenschaftskommunikatorInnen sind so eine relativ junge es ist eine Fachcommunity, wo es jetzt nicht darum geht, irgendwie den nächsten Dienstrang dadurch zu erreichen, dass man da hingeht, sondern die Leute gehen wahrscheinlich schon hin, weil sie es irgendwie interessiert, oder? Ja, müssten sie vielleicht gar nicht unbedingt größtenteils, aber ja.
Ja, interessant. Okay, danke. Ich, ja, oh, genau. Das wollte ich auch gerade. Ja. Also, was ich spannend finde, ist, dass ja auch immer wieder neue Leute da reinkommen und teilweise auch Leute, die noch nicht in der Wissenschaftscommunity, Wissenschaftskommunikationscommunity arbeiten, aber sich dafür interessieren, da reinkommen. Also, ich hatte zum Beispiel einen, ich glaube, der war, hatte in Medizin seinen Abschluss gemacht und machte gerade noch eine Doktorarbeit und fragte dann irgendwie so, wie kann ich so in der Wissenschaftskommunikationscommunity landen? Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Lieblingsgesprächspartner bezeichnen würde, aber das ist natürlich spannend, wenn du einem so jungen Menschen irgendwie vielleicht auch einen Tipp geben kannst, wie du in so eine Community dich reinarbeiten kannst, ob es jetzt dann über zum Beispiel ein Volontariat oder Traineeship oder vielleicht eine Elternzeitvertretung ist, was aus meiner Sicht immer gute Einstiegsoptionen in so eine Community sind. Das fand ich natürlich schon dann spannend, da fühlt man sich wie ein alter Herr, der hier Tipps für die jungen Leute geben kann. Insider. Ist doch, yeah. Ja, aber tatsächlich war auch mein, also ich hatte zwei Lieblingsgesprächspartnerinnen, wenn ich das sagen darf. Also ich habe mit einer gesprochen, die so aus der anderen Richtung kommt, so von aus Gesicht von Geldgebenden. Das fand ich total spannend, eine tolle Persönlichkeit und interessante Themen, und eine, die mit ihrem, eine jüngere Frau, die einen Masterabschluss hatte und jetzt in so einer Kommunikationsabteilung arbeitet und da auch sich so reinfindet. Und das fand ich total spannend, weil das halt so auch so, wie ist denn da der Werdegang und wo kommt man denn daher und was hat man vorher gemacht und so. Das war einfach auch total interessant, weil man da so nicht aus einer Kommunikationsausbildung kommt, ne, oder Studium, sondern aus einer ganz anderen Richtung. Und das fand ich auch total, also kam mir halt nahe, weil ich komme ja auch nicht aus dem Kommunikationsstudium ursprünglich. Ja, das fand ich spannend. Ja, siehst du, also hätte, abgesehen von Melanie Brinkmann, ja. Ja, ich hätte auch noch eine Frage an euch. Und zwar, gibt es eigentlich so eine nervtötende Infragestellung des Status von Leuten, die das als Beruf machen? Weil ich frag das deshalb, weil ich identifiziere mich ja als Bibliothekar. Das ist mein hauptsächlicher Beruf. Und es gibt so ein paar ganz klassische und super berufsspezifische Sachen, die mich wahnsinnig nerven, die sich wiederholen, wenn man sich als Bibliothekar identifiziert. Also ihr könnt euch das ungefähr vorstellen, ne? Dass, du machst die ganze Zeit da was mit den Büchern oder so. Und, ja. Und man kann das manchmal, wenn man gut gelaunt ist, kann man da ironisch oder man hat dann schon coole Antworten im Kopf oder so, ne, geschenkt. Aber mich würde interessieren, gibt es so eine Art in Frage, also gibt es zum Beispiel sagen, ja, ihr seid richtig die Werbegurkentruppe der Wissenschaft, die gar nicht selbst hervorbringen, sondern oder so. Ich weiß nicht, ich denke mir gerade was aus, ja. Oder gibt es diese Frage von Status und den Status gegenüber Leuten zu rechtfertigen in eurer Community so nicht als Problem? Das würde mich interessieren. Müsste jetzt Henning beantworten. Ich bin ja auf der Forschungsseite. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, Lambert. Also geht es um nervige Sätze, die Leute immer sagen? Vorurteile. Ja, gibt es Vorurteile? Gibt es Vorurteile gegen euch in Richtung von, das ist nur Werbung oder ich weiß ja nicht. Also es würde mich interessieren. Ja, also ich weiß nicht, ob das ein Vorurteil ist, aber zum Beispiel, wenn du halt mit JournalistInnen sprichst, dann versuchen die natürlich rauszukitzeln, vielleicht auch was man kritisch sehen kann und was nicht so gut gelaufen ist. Und dass du als Öffentlichkeitsarbeitsmensch natürlich schon versuchst, die Inhalte zu transportieren, aber natürlich schon versuchst zu betonen, was jetzt irgendwie auch die gesellschaftliche Relevanz und die tollen Ergebnisse und den hohen, wie heißt das, Sigma-Wert oder so, der dann irgendwie eine Messung zu besonders gut macht, oder die hohe Zitationsquote oder den Return on Investment von dem investierten Geld oder so. Da versuchst du natürlich schon als Öffentlichkeitsarbeiter auch die positiven Dinge herauszustellen. Und wenn man gefragt wird, dann sollte man auch tunlichst nicht irgendwie verschweigen, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist oder so. Aber da ist natürlich schon die, ja, ich weiß nicht, Unterstellung, aber schon die, auch die Erwartungshaltung der Journalisten, dass wir natürlich jetzt keine kritischen Berichte über die Forschung aus unseren Institutionen herausgeben. Oder? Mhm. Also das ist, glaube ich, so. Ja, ja. Ja. Wir haben noch einen guten Einwurf aus dem Chat. Wenn Menschen fragen, wie sie bestimmte Zielgruppen erreichen können. Und man muss immer antworten, das kommt drauf an.
Das ist auch sowas, was man dann öfter sagt. Das sage ich aber auch öfter. Mhm. Aber andererseits, wir können es auch nochmal umdrehen, es gibt auch Vorurteile der Viscom-Community gegenüber BibliothekarInnen. Wo du das eben sagtest, dachte ich so, ich saß in einem Workshop und wir mussten Räume gestalten. Also da ging es mir so um Raumdesign für Wissenschaftskommunikation zur Ausstellung oder ähnliches. Und dann meinte ich so, ja, wir könnten da ja auch noch irgendwie die Publikation der letzten 100 Jahre, weil es um so eine 100-Jahre-Ausstellung ging, könnten wir ja auch noch irgendwie digital darstellen oder sowas. Und dann sagten die auch so, ja, super Idee, wir können da Bücher hinstellen. Und dann sagte ich so, nee, Alter, das ist eine Bibliothek. Ich so, ja, aber können wir das nicht digital machen? Und dann so, ja, aber Bücher sind doch toll. Und ich sagte, also ich bin Bibliothekarin. Und dann sagten die so, ja, da musst du doch gedruckte Bücher toll finden. Ich so, nein. Und Stempel nicht vergessen. Ja. Genau. Ja. Die Wissenschaftskommunikationsleute kommen doch in die Bibliothek, wenn sie vor so einem beeindruckenden Bücherregal den altehrwürdigen Forscher interviewen wollen. Sind mehr die FotografInnen, die das machen, aber ja. Okay. Ja, ja, ja. Genau. Danke für diesen Einblick, das fand ich sehr interessant. Ich fürchte, jetzt willst du wieder mit einer Hannover-Frage kommen, oder? Ja, aber ich hab mein absolutes Lieblingspanel noch nicht. Ach, ja, stimmt. Oh ja, nein, das noch, die Zeit noch. Eins kurz, es gab ein wirklich tolles Panel, das war das vor dem Abschlusspanel. da ging es um interne Wissenschaftskommunikation. Und wenn ich jetzt intern sage, ist das nicht das, was ich da sonst immer drunter verstehe? Also so Zeitschriftenartikel und für Forschende, Anforschende und so. Sondern interne Wissenschaftskommunikation in der Hochschule, untereinander. So, also, und zum einen unter den Disziplinen, also so Sachen wie gegenseitige Respekt voreinander, vor den anderen Disziplinen, das Anerkennen, dass man eine andere Sprache spricht teilweise, ne? Also so im Sinne von, ich benutze Begriffe vielleicht anders oder ich benutze andere Methoden und wie man das eigentlich anregt und fördert und da auch so ein bisschen Verständnis füreinander aufzubringen lernt. Und das Gleiche auch für Kommunikationsabteilungen mit Forschenden. Das fand ich total spannend. Also das war ein Panel, das war mit Andrea Geier, das glaube ich Uni Trier. Und nein, warte, Uni Trier, Entschuldigung, Trier, ich sage mal ja. Trier, ich bin aus Rheinland-Pfalz. Trier, Uni Trier. Und Katja Bär, wo war die denn jetzt noch? Jena, Pressesprecherin der Friedrich-Schiller-Universität. Ja. Die hat auch tolle Punkte angebracht, zum Beispiel, wie man mit, ob man sich zu kritischen Themen äußern sollte, wie Rassismus, der irgendwie zutage kommt, soll man dazu Stellung beziehen oder nicht und wie. Das fand ich, also es war ein richtig tolles Panel. Ich weiß nicht, ob das aufgezeichnet wurde. Ich glaube, alle im großen Audimax wurden aufgezeichnet, aber ich weiß nicht, ob die alle veröffentlicht werden. Hm. Ja, also das hat mich voll vom Hocker gehauen. Die Session würde ich glatt nochmal gucken. Ja, da kann ich war auch drin und kann dem nur zustimmen, weil diese interne, also institutionsinterne Kommunikation halt ja auch super wichtig ist, um irgendwie dann eine funktionierende Kommunikation nach draußen zu schaffen und insbesondere vielleicht auch ja BotschafterInnen. Also wenn die eigenen MitarbeiterInnen nicht die eigenen BotschafterInnen sind, dann oder die ersten eigenen BotschafterInnen sind, dann hast du schon mal grundsätzlich was falsch gemacht, weil das ist natürlich eigentlich der No-Brainer von Leuten, die sozusagen auch für diese Themen auch nach draußen tragen sollten, auch wenn sie nicht bezahlte hauptamtliche KommunikatorInnen sind. Ja. Also Nika Goldring 21 fragt hier, wo könnte man diese Aufzeichnung denn finden? Ich habe nach diesem Gespräch hier fast das Gefühl, dass wir so Anspieltipps der Forschungsstrom-Redaktion machen. Ja, also zumindest könnte man dann nochmal auf die Sachen per Twitter vielleicht kurz hinweisen, die wir da also jetzt gemeint haben. Ne? Mir wurde gesagt, dass die Videoaufzeichnung dann im YouTube-Kanal von WID erscheinen sollen. Genau, den suche ich dann mal raus. Ja, gut. Ja. Hier kommt noch ein längerer Beitrag von Weird Genia Pick zum Thema Privates nicht sichtbar darstellen. Okay. Oh Gott, ihr müsst lesen, ich bin noch am Suchen. Ja. Ja.
Okay. Ja. Gut, also klar, wir können natürlich die Nobelpreis-Folgen oder die Nobelpreis-Darstellung, glaube ich, es gab nicht zu wenig Medienberichte, die das inhaltlich dargestellt haben. Wir könnten auch überlegen, ob wir dann eine Folge zu machen. Das haben wir jetzt in der Tat nicht vorbereitet, war auch nicht unser Thema für heute Abend. Aber ja. Es gibt den amerikanischen Wissenschaftsjournalisten Ed Yong, der vor 2-3 Jahren mal einen ganz hervorragenden Artikel darüber geschrieben hat, kann ich später auch nochmal verlinken, warum der Nobelpreis aus der Zeit gefallen ist, wenn man betrachtet, wie Wissenschaft heute funktioniert. Also weil die Überbetonung der heroischen Einzeltat da drin liegt. Aber das ist vielleicht mal als, so als Food for Thought auch interessant mal zu lesen. Aber, Wobei ich natürlich gerade bei Svante Paabo sagen muss, dass der irgendwie, und da gibt es in der Tat schon seit vielen Jahren ganz tolle wissenschaftsjournalistische Reportagen über ihn und seine Tätigkeit und wie akribisch der da irgendwie aus diesem Neandertaler-Skelett da die nicht verunreinigten Teile von DNA rausgekratzt hat und versucht hat, das dann in den Laboren zu sequenzieren. Das ist natürlich eine super spannende Geschichte, aber halt nicht unser Thema heute Abend. Absolut. Ja. Volle Zustimmung, Henning. Ja, das wollte ich damit nicht sagen. Ja. Ich, und den Downer hat das Publikum jetzt übrigens gerade schon übernommen. Hier kommt von JP Thiele. Ihr seid leider nicht die am besten gekleidete Redaktion in Deutschland. Also ich will das jetzt, Leger? Ja, ich finde, wir sind hier. Warte. Hier. Du hast doch wieder so einen Anstecker dabei. Ich habe sogar einen Stehkragen. Guck mal hier. Stehkragen. Komm. Ja, gut, Claudia ragt so ein bisschen heraus gerade. Das kann man vielleicht. Ich bin auch noch in den Klamotten vom Panel. Aber ich wollte noch ganz. Ja? Ey, wolltest du auflösen, worauf sich das bezog mit der bestgekleideten Redaktion? Weil das könnte ich sonst auflösen. Ja, das löst du gerne auf. Das bezieht sich nämlich auf die Redaktion von Mighty Neum Kim und ihrer MyThinkX-Redaktion. Mighty hat einen Preis verliehen bekommen über die Umstände dieser gesehen. Preis. Wir haben Mai gesehen, live. Ja, Mai live gesehen, ja. Selfie verpasst. Wenn es kritische Dinge zum Forum zu sagen gäbe, dann gäbe es vielleicht noch die Einbettung und Diskussionsrunde dieser Preisverleihung zu kritisieren, aber das führt uns jetzt wirklich über die Stunde hinaus. Mai hat in ihrem sehr schönen Vortrag ihre Redaktion mit ihren Kollegen Jens und Lars ein tolles Foto gemacht, das man auf Twitter, glaube ich, noch findet, die sehr so in so einer Mario Kart. Sie waren Yoshis. Westverkleidet, ja. Darauf bezog sich das. Aber sorry, okay, Claudia, du wolltest eigentlich was Inhaltliches sagen. Nee, tatsächlich wollte ich noch ganz kurz sagen, dass ich den Einwurf von Ginnypig verstehe, dass wir natürlich auch inhaltlich über den Nobelpreisträger reden könnten, aber ich fand an der Stelle einfach wichtig, wo es ja um Diversität ging, auch diesen Diversitätsaspekt gerade hervorzuheben. Also ich möchte mir nicht anmaßen, eine Sonderfolge über den Inhalt dieses medizinischen Nobelpreises zu machen. Dafür müsste ich da auch erstmal tiefer eintauchen. Aber ich fand das einen schönen Side-Fact, der für Menschen, die eben sich nicht repräsentiert fühlen, sehr, sehr wichtig ist. Und openly by people sind nicht so oft anzutreffen. Und deswegen fand ich das einen schönen Side-Fact, den ich erwähnenswert finde. Inhaltlich, klar, da kann man noch über ganz, ganz viel reden. Und ich glaube, da wird es auch einiges jetzt geben in der nächsten Zeit. Da bin ich gespannt. Schön. Ja. Dann erlaubt mir noch meine letzte notorische Hannover-Frage als Abbinder zu stellen. Bringen wir es hinter uns. Dann haben wir alle Feierabend. Warte, ich esse noch hier einen Hannoveraner Keks, esse ich noch. Ja. Oh ja. Nee, ja, kann ich nicht machen, das geht echt nicht. Ja, machen. Und zwar speziell, um Claudia und Henning zu quälen und sie nochmal mit dem Nasenring durch die Manege zu führen. Und zwar der Raum, in dem ihr den größten Teil der Veranstaltung wart und der auf manchen getwitterten und geinstagramten Fotos auch zu sehen war, ist der Lichthof des Universitätshauptgebäudes der Uni Hannover. Wie ihr wisst. Und jetzt ist meine Frage an euch, da ist an einer Stelle an der Wand eine seit Jahren wachsende Liste von Namen von Forschenden der Uni Hannover, von Studierenden und einem Bibliotheksdirektor.
was ist das für eine Liste? Habt ihr das gecheckt? Habt ihr die überhaupt gesehen? Davon was gehört? Nein. Nicht gesehen, nicht gecheckt. Eine Liste von Studierenden? Die wächst. Und, ja. Also sind da Studierende drauf oder füllen die Studierenden? Also die Namen, es sind nur die Namen und ob das und also ob das Studierende sind oder welche Funktionen die in Bezug auf die Uni haben. Und es ist ein Bibliotheksdirektor darunter. Okay, also die werden da angebracht von, und die Liste wird angebracht von wem? Naja, ich will euch das jetzt nicht, das soll schon eine Quizfrage sein. Ihr müsst das jetzt richtig vermuten, da ihr sie anscheinend nicht gesehen habt, was in dem Trubel auch verständlich ist, aber sonst löse ich auf. Doch, weiß ich, es ist die Liste der Leute, die die Treppe im Lichthof runtergefallen sind. So, das wäre jetzt meine Antwort. Henning. Ich würde sagen, dass müsste ich mir irgendwie. Also das ist ja irgendwie so wirklich so ein netter großer Raum. Aber was würde ich denn mit diesem Raum verbinden, wo dann eine Liste von Leuten, ist das überhaupt datenschutzrechtlich erlaubt, würde ich mir jetzt erstmal Gegenfrage stellen hier. Das könnte schon einen Hinweis geben, warum könnte es erlaubt sein? Könnte man ja auch fragen. Vielleicht ist es eine Auszeichnung. Also vielleicht haben die was gewonnen. Vielleicht gibt es eine Lotterie, die alten Bücher von der TIB dort verlost werden. Und dann können die sich bewerben und dann Topscorer beim Mario Kart Turnier. Also bitte. Wenn ich so gut, beste Antwort. Nämlich. Okay, ja. Gespendet. Oh, das wäre ich beim Studieren. Kreativ. Ja, ich habe euch jetzt gut gelaunte Sachen vermuten lassen, aber ich habe es ja als Downer-Frage angekündigt. Es ist eine Downer-Antwort. Entschuldigung, ja. Ich habe euch jetzt ein bisschen reinschlitten. Da war ich mit der Treppe vielleicht ein bisschen näher dran. Nein, okay. Nein, es sind tatsächlich, es gibt eine, aber die Tatsache, dass diese Liste wächst und dazukommt, ist interessant und hat einen Wissenschaftsbezug. Und zwar, das sind Leute, die vom nationalsozialistischen Unrecht betroffen waren, die zum Beispiel ihre Professur entzogen bekommen haben. Darunter unter anderem der damalige Leiter der Bibliothek der Technischen Hochschule Hannover, so hieß die damals, Paul Tromsdorf. Und was ich aber cool und sympathisch finde, ist, dass diese Liste wächst, weil es ein ongoing Forschungsprojekt ist, dieser Geschichte immer noch hinterherzugehen. Und unter anderem mein Kollege Lars Nebelung, der Universitätsarchivschef ist, der Uni Hannover, der an der TIB arbeitet, das Uni-Archiv ist bei uns, ist Teil dieser Kommission, die also ständig daran noch weiter forscht und es kommen da immer noch neue Sachen raus. Und so traurig das Thema auch ist, so cool finde ich, dass es eine lebende Liste ist und die das auch konzeptionell so angelegt haben. Okay, wir finden was Neues raus, zum Beispiel jetzt kam dieser Paul Tromsdorf, dieser Bibliotheksdirektor dazu, dann pinnen wir das da noch an. Das ist ja toll. Das ist eine schöne Art, so ein Projekt zu begleiten. Finde ich auch. Weil sonst, also man hat sonst immer so bei diesen Sachen das Gefühl, naja, es muss halt mal erforscht worden sein und dann gibt es den großen Festakt, es wird eingeweiht und dann ist Schicht im Schacht. So, ne? Und das ist hier nicht der Fall. Und das ist ganz interessant. Egal, gut. Ihr müsst ich habe ja nicht gesehen, wo sie angebracht ist. Hat sie Potenzial, den Platz zu sprengen, der da ist? Naja, ich habe jetzt vielleicht auch einen falschen Eindruck erweckt. Das sind gefühlt, ich habe es nicht nachgezählt, aber es sind gefühlt vielleicht 20 Namen oder so. Ich glaube nicht, dass das mal den Platz irgendwo sprengen wird. Okay. Es sei denn, die tauchen auf total überraschende neue Fakten oder so, aber das passiert ja auch nicht. Also wir gucken uns das morgen in Ruhe an. Guck. Aha, sehr schön. Danke. Wir haben noch ein bisschen NS-Gedenkforschung Gedenken und NS-Geschichtsforschung mit im Forschungsstrom gehabt. Auch was Gutes, auch wenn es ein Downer-Thema ist. Gut. Ja, aber richtig. Genau. Okay, das war unser Wrap-up vom Forum Wissenschaftskommunikation 2022. Sehen wir uns denn 23 in Bielefeld? Ja, also wir haben ja auch festgestellt, dass... Kein Witz zu Bielefeld machen. Sonst darf man nicht kommen. Das wurde uns schon angedroht. Da Claudia ja im Wrap-Up-Panel festgestellt hat, dass eigentlich nichts geklärt wurde, jetzt dieses Jahr auf dem Panel, fürchte ich, wir müssen da wieder hin und wieder gucken, ob wir irgendwas geklärt kriegen.
Oh, hier kommt aber eine sehr interessante Forschungsstromfrage im Chat gerade. Habt ihr einen Discord? Ich hoffe es. Mal so rumgefragt, zurück an euch gewendet die Frage, wollt ihr einen Forschungsstrom-Discord? Das ist ja... Genau, und wer möchte Mod sein? Also ja, ich habe einen Forschungsstrom-Discord-Server aufgesetzt, den gibt es. Aber ich habe nicht so viel Zeit, ihn zu moderieren, wenn wir da etwas machen wollen würden. Also, wenn es Leute gibt, die sagen, ich möchte Mod sein, dann schalte ich diesen Discord-Server frei und offen und verteile Einladungen. Können wir machen. Meldet euch. Schreibt mir eine DM auf Twitter. Ich würde mich jetzt schon committen, ein interessierter Leser dieses Discord-Servers zu sein, weil, wer weiß, vielleicht würde über diesen Strom, weil es so mühelos und behende zugeht auf Discord-Servern, der eine oder andere interessante Tipp für uns einfließen, den wir dann aufgreifen und behandeln können. Wer weiß, das stimmt. Das klingt sehr gut. Da haben wir natürlich noch keinen, wir haben keine Chat-Befehle, meine Güte, wir sind heute aber auch, wir sind auch nicht gut heute. Wir haben keine Chat-Befehle, nicht so wie bei meinen privaten Streams, da habe ich ja sogar Chat-Befehle, die Sounds auslösen. But here you have us. Das sind wir. Genau. Wir haben sogar eine E-Mail-Adresse, an die schreibt uns niemals jemand was. So, das ist sehr, sehr traurig. Ja. Aber Twitter-DMs sind doch ein bisschen besser. Also genau. Ich kann den gerne freischalten, sobald sich zwei Leute bei mir gemeldet haben auf Twitter, die sagen, ich würde die Moderation übernehmen. Genau. Habt ihr eine Faxnummer? Nee, bitte an unsere Telex-Nummer schicken, ja? Ja. Nicht Fax. Ja, also ich hätte es gern per Post. BTX-Seite 777 für Forschungsstrom. Schließlich brauchen wir auch die Antwortadresse für die Gewinner, die hier den... Stimmt. Stempel zu. Hat er gewonnen? Wir haben gar nicht mehr mitgemacht. Jetzt hat niemand gewonnen. Nein. Schade. Oh ja, 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 stimmt. Gut, ja, es dann war wirklich sehr interessant. Danke noch. Genau. Ja, wir müssen aber noch. Haben wir noch was zu Raiden? Aus einem Housekeeping. Machen. Housekeeping, stimmt. Housekeeping ja. Und Raiden. Es gibt immer so viel. Genau. Ja. Wann wollen wir denn das nächste Mal? So, das ist immer die wichtigste Frage. Das ist ja dann Anfang. Also es November, wäre theoretisch der 3. November, der ist bei mir nur leider, da bin ich in Marburg. Dann gehen wir, weiß ich nicht, eine Woche davor, drauf. Eine Woche dahinter. Also der 10. Doch nicht. Ja, oder der 27. Wobei ich finde, ja, weiß nicht. 27. passt mir nicht so gut aus privaten Gründen. Dann nehmen wir doch den 10. 10.11. Dann ist doch wieder Forschungsstrom. Genau. So, 10.11. Forschungsstrom. Merkt euch das schon mal? Ne? Forschungsstrom. Ich finde es immer noch schön, dass nach anderthalb Jahren nicht mehr im Forschungszentrum arbeiten, wann immer ich Forschung eintippe, mehr als immer noch mein Auto. Komplett mir immer noch Forschungszentrum vorschlägt. Ich weiß auch nicht. Ein sentimentale Korrektur, ja. Ja. So, dann bleibt uns die Frage, wohin wir hinraiden möchten. Gibt es Vorschläge aus der Community? Läuft gerade etwas, das ihr gerne sehen wollen würdet? Also, jetzt gehe ich wieder in die Kategorie rein. Viscom-Quartett. Oh Gott, haben wir, glaube ich, nicht, oder? Haben wir das? Haben wir sowas? JP Thiele freut sich übrigens darüber, dass das Ding als Stempel schon funktioniert hat. Also sagt er, ich spreche dir nochmal an. Spielt ihr dann auch eine Runde Viscom-Quartett? Ja, es wurde ja verteilt, das Quartett in Spielkartenform, aber das kannst du gar nicht haben, Lambert. Ich habe allerdings, ehrlich gesagt, es noch nicht geschafft, das aufzumachen. Ich muss mich da morgen mal mit beschäftigen. Ja, ich glaube, das habe ich, aber ich habe mich damit auch noch nicht beschäftigt. Also ich habe den Goodiebag, ich habe es eingesteckt, aber... Ich habe nur die Schokolade schon aufgefressen. Hast du? Ja. Das habe ich noch nicht. Ihr habt Schoki gekriegt, sag das doch gleich, dann wäre ich auch im Wohnen. Dann wärst du wegen der Schoki, aber nicht wegen uns. Ja? Schon... Sind schon sehr, sehr, sehr traurig. So. Ich sehe gerade keine Vorschläge.
ich sehe, dass die NASA live ist. Ist das die NASA? Sieht so aus, aber ich weiß es nicht. Was haben wir denn? Was gibt es denn? Ich sehe uns. Guck mal, wir sind live. Wir könnten uns raiden. Hm? Das nee, viele, ich nehme die Schoki und die Pralinen an. Ich lass mich denn gerne beschenken. Nee, ich sehe tatsächlich gerade nichts, wo ich jetzt hinreden würde. Wollen wir einfach so mal den Stream beenden? Nicht raiden ist aber auch komisch, ne? Schokolade ist in der Bib doch verboten. Entschuldigung, ich muss. Ach was? Ja, ich. Nee, euer Bibliotheksbild, da haben wir noch ein paar Sachen dran zu arbeiten. Ja, absolut. Ah, doch, ich habe jemanden. Da waren wir doch neulich schon mal. Da können wir wieder hin. Okay. Den Astro-Menschen, selber mir bastelt, den nehmen wir mit Bildbearbeitung und so. Und so breitet der Forschungsstrom hinaus in die Weiten des Internets. Habt einen schönen Abend. Das tun wir. wir sehen uns wieder am 10. Oktober. Genau, vielen Dank für die ganze Lambert, für die ganze Hannover-Forschung, die wir hier genau, vielen Dank. Geleistet haben. Gerne doch, also. Gerne doch. Dann bleibt gesund und munter und bis in einem Monat. Tschüss.